Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge von The Binding of Isaac. Heute nochmal mit Judas. Denn ich bin ja immer noch dabei, mit Judas hier in den Caves das No Damage Achievement zu holen. Auch wenn ich nicht weiß, ob mir das Ganze so gelingen mag, wie ich mir das vorstelle. Ich habe da keine Ahnung von. So, komm mal her. So, komm schon. So, eine Bombe. Die nehme ich natürlich gerne mit, falls uns hier irgendwo ein blauer Stein über den Weg läuft. Feuer, 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 das schießt. Oh, ich muss hier lang. Hallo? Boah. Die ganzen grünen und farbigen und pinken, gelben Mobs. Ja. Nein. Komm hoch. Dann komme ich eben hier zu dir rein. Hallöchen. Das kommt mir doch sehr gelegen. Ein neuer Herzcontainer. Vorausgesetzt, ich schaffe den Boss. So, da sind schon mal ein paar draufgegangen. So, was gibst du mir denn? Na, ein Herz. Na, klasse. So, komm, stirb. Kiste. So, Item, Item, Item. Oh, guckt euch das mal an. Das ist nett. Der Odd Mushroom. Das heißt, Damage up und ein Herz mehr. Das heißt, wir können auch hier reingehen. Oh, noch mehr Damage, der packt. Damage up. Möchte mir gerade doch ein bisschen gefallen. So ein bisschen, so irgendwie. Ja. Das heißt, wir haben jetzt den Pilz als Damage Upgrade bekommen, den Pakt als Damage Upgrade bekommen und haben noch das Book of Belial. Und bekommen jetzt gleich noch einen weiteren Herzcontainer. Also das ist ja mal eine richtig epische erste Ebene. Nett. So, hier gleich mal Buchzündner. Und hier Widow mit ein paar Schüssen fertig machen. Aua. So. Ging ja relativ fix. Die Box. Two of Clubs. Was hätten wir hier? Boah. Ey. Ich hab's mir schon irgendwie fast gedacht, dass das eine Health-Down-Pille ist. Jetzt habe ich mich so gefreut, 3 Herzcontainer zu haben. Und jetzt habe ich doch nur 2. Okay. Naja, man kann hier nicht alles haben. Aber ich muss damit leben. So, Basement 2, nein. So, mal gucken, ob ich hier vielleicht noch ein paar Bomben finde. Obwohl, eigentlich könnten wir hier so. Den hier. Ach, schön. Wow, beinahe meine Schlüssel verschwendet. So. Was hätten wir denn hier drin? Noch mehr Geld? So langsam bräuchte ich da mal ein bisschen mehr Schlüssel, denn die 2 goldenen Truhen würde ich eigentlich schon gerne mitnehmen. Ja. So, kommt, hüpft mal her. Oh, der Damage ist gut, der Damage ist gut. Oh, zum Glück bin ich noch hier noch im Basement 2. Aber so langsam sollte ich das Ganze mal ein bisschen reduzieren. Nö. Dann nehme ich mir lieber die anderen beiden. Oder beziehungsweise erstmal die hier. Hoppy Upgrade! Yeah! So kann es weitergehen. So, die warte ich noch kurz. Denn wir haben ja auch noch einen Itemraum. Oh, der Damage ist richtig gut. Wir hätten jetzt normalerweise schon 4 Herzcontainer. Ach, ist das gemein. So. The Poop. Ich möchte diesen Kackehaufen nicht haben. Wollte eigentlich sagen, diesen Haufen Scheiße. Oh. Einmal. Na komm schon. Nur ein Stück. Nur ein Stück. Komm schon. Wow. Bombe. Das heißt, ich könnte auch noch die Kiste hier mitnehmen. Mal gucken. Oh, die hat sich gelohnt.
Dann könnte ich die vielleicht im Battle-Raum auch noch mitnehmen. Aber nur vielleicht. Boah. Das war mal gekonnt ausgewichen. Ich hoffe, das klappt in den Caves auch noch so. Denn so langsam möchte ich das Achievement doch mal haben. In den Shop könnte ich eigentlich auch noch kurz gehen. Bei der Anzahl an Münzen, die wir haben, wäre das keine schlechte Idee. Ey, jetzt regnet es ja aber, Schlüssel. Mitnehmen. Mitnehmen, mitnehmen, mitnehmen. Denn das heißt, ich kann in den Caves mein, Nee, kann ich nicht. Ich kann in den Caves mein Buch nicht öfters einsetzen, denn dafür brauche ich Damage. Also ich muss Damage bekommen. Wow. Ach ja. Oh, the Sad Onion. Ah. Ja, mal gucken. Wie sieht es denn jetzt mit Damage aus? Der ist immer noch voll. Und ja. Ja. Also die Items hier sind im Moment gerade richtig gut. So, genau. Entzündet euch selbst. Spontane Selbstentzündung soll ja auch was sehr Angenehmes sein, habe ich gehört. Vor allem in diesem Spiel hier. So, dann werde ich mal noch kurz in den Battle-Raum gehen. Und werde mal gucken, was in dieser goldenen Truhe ist. Das Einzige, was ich jetzt noch bräuchte, genau. Wäre so ein bisschen Speed-Up. Das müsste ja eigentlich der Poison-Touch sein. Oh, die Gegner gehen schnell down, die gehen schnell down. Au. So, einmal den Poison-Touch mitgenommen. Dann zum Boss und ich hoffe dann mal in den Caves auf ein bisschen Glück mit den Räumen. Und ich bin ja schon fast am Überlegen, ob ich nicht eventuell das Ganze wieder so plane. Oh, hi Larry. Dass ich schnellstmöglich den Boss suche. Denn itemmäßig bin ich ja schon relativ gut unterwegs. Und nur noch die Items der Bosse mitnehme. Also quasi hier gar nicht großartig viele Räume machen. So. Und da bekommen wir ein Range Upgrade. Was hätten wir denn hier drin? Rage oder Münzen möchte ich beides nicht haben. Denn ich habe genug Damage und auf die Münzen pfeife ich. Oh Gott. Ach ja, da bin ich auch froh. Oh, und Curse of the Labyrinth in den Caves. Jetzt nur aufpassen hier. Boah, boah, boah. Der war mir schon wieder fast zu knapp. Da bin ich jetzt auch froh, wenn ich meinen Road habe. Meinen NT1A. Der Hierophant. Und mein Mischpult, denn dann kann ich genau in solchen Situationen auch mal mein Mikro stumm schalten, ne? Wenn ich hier husten muss. Boah. So, erstmal hier die Fliege. Und jetzt du noch. Sauber. So, aufpassen, aufpassen, aufpassen. Boah. Nein. Stirb. Stirb doch. Boah. So, hier hätten wir nichts. Boah, ich muss schnellstmöglich die Bosse finden. Wenn ich hier schon mal eine XL-Ebene als Case habe. Okay, hier ist auch nichts. Dann werde ich mal, glaube ich, nach links gehen. Nur keinen Schaden. Den nehme ich mir mit. Und ich werde jetzt mal schnurstracks nach links laufen. Oh. Jawohl. Na komm schon. Solche Räume können von mir aus weiterhin kommen. Da habe ich kein Problem damit. So, oh, zum Glück habe ich so guten Damage dabei. Aber da wäre es jetzt zum Beispiel, wenn in diesem Raum wieder ein paar Steine wären, dann hätte ich schon hier schon wieder ein leichtes Problem. Oh. Na komm, hier muss doch irgendwo der Boss sein. Gib mir doch schnell die Bosse.
Oh, Itemraum. Oh. So. Na komm. Okay, Schlüssel. Speed und Range. So, der Speed tut uns gut. Und Range hatten wir eigentlich schon genug. Oh, wo sind hier die Bosse? Die Ebene kann noch so riesig groß sein. Wahrscheinlich irgendwo am Arsch der Map. So, bisher noch relativ gut durchgekommen. Da ja nicht reingehen in den Opferraum. So, 6 Münzen. Da lohnt der Shop auch nicht. Ich gehe mal hier nach unten. Boah. Nein! Boah, ey. Ich könnte schon wieder ausflippen hier. Ich hasse es, wenn sie das tun. Ich hasse es. Bombs are keys. Okay. Okay, dann soll es eben in diesem Run auch nicht sein. Wir probieren dann vielleicht die Tiefen. Vielleicht klappt es ja in denen. War das... Nee, also... Nee, GameKit möchte ich auch nicht haben. So, hier einmal Larry eben. Oh, komm mal her. Vielleicht schaffen wir wirklich die Tiefen oder so. Das... Ja. Ja, ja, ja. Ich hasse diese Gegner. Genau deshalb. So. Da habe ich mich hier extra so angestrengt. Habe schon so viele Räume geschafft und dann sowas, ne? Und den Bloody Penny nehme ich mal mit. Nein, ich möchte den Bloody Penny mitnehmen. So. Dann kann ich hier im Prinzip auch den Rest der Map erkunden, ne? Oh. Nein. Könnt ihr euch vielleicht mal entscheiden, wer von euch zuerst hochkommt? Boah, ich bin gerade echt angefressen. Und hier wäre der Boss gewesen. Hätte ich ohne Probleme bis hierher geschafft, aber nee. Soll ja nicht sein. So, machen wir mal eben die zwei Bosse. Chat. Ja, ist auch so ein Item, da könnte man eigentlich drauf verzichten, ne? Oh, komm schon. Wow, 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 wow. So, da bekommen wir Little Chat und ja, auf zum nächsten Boss, ist ja egal. Ach, Gödi. Also wenn ich jetzt hier auch noch ohne Damage durchkomme, dann ja, dann ärgere ich mich gewaltig. Okay. Oh, na komm schon. Ja, wird es eben heute wieder ein ganz normaler Run, falls wir in den Tiefen auch wieder versagen oder ich. Ja, aber so kann es gehen. Ich werde vielleicht das nächste Mal wirklich probieren, mit Kane den No-Damage-Run zu machen. So, wir bekommen ein Range-Upgrade, noch mehr Range. Und was hätten wir hier? Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt Forget-Me-Now nehme und Caves nochmal mache? Meint ihr, ich könnte dann das Achievement holen? So, Moment mal ganz kurz, muss man wieder was nachgucken. Okay, da kann es auch schon weitergehen. So, ich probiere es einfach nochmal. Das Buch ist jetzt eigentlich nicht so tragisch und hier hätten wir auch schon den Boss. Aber ich werde trotzdem versuchen, noch den Itemraum zu finden, ne? Jawohl, komm. Ist doch jetzt egal. The Fallen. Ach klar. Ja. Oh, ich hoffe mal, dass ich ihn relativ zügig down bekomme. So, da waren es nur noch zwei. Aus einem macht zwei.
Wow, 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 wow. Macht mal langsam hier. Wow. Aber eigentlich müsste das denn ja mit dem Achievement klappen. So, wir bekommen Sister Maggie. Und ich gehe jetzt einfach mal weiter und ich versuche es einfach. Ich versuche es einfach. Vielleicht klappt es ja. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Dankeschön. Die Map. Ich brauche unbedingt eine Münze. Wow, wow, wow. Aber eigentlich der schlimmste Gegner ist schon mal weg. So. Und jetzt du noch. Komm. Komm her. Ja, wie gut, dass ich den getroffen habe. So, was hätten wir hier? Die möchte ich mir ansehen. Tour of Hearts. So, mal hier weiter. Hier hätten wir den Itemraum. Und die goldene Kiste nehme ich auf alle Fälle mit. So, komm, stirb. So. Was hätten wir hier denn? Okay, dann bekomme ich meinen Schlüssel wieder und das Geld. Boah. Was ich für die Map brauche. Dass ich hier so einen kleinen Anhaltspunkt habe. Ja, Mom's Pill Bottle. Range Down. Schön. So, die Kacke noch mitnehmen. Halt. Hier war noch Geld. So, einmal in den Shop. Die Karte kaufen und weiter geht's. So, die Frage ist natürlich jetzt, wo ist der Boss? Ich werde mal oben lang gehen. So. Nein. Sterben. So, was hätten wir hier? Judgment. Mal gucken, ob du mir was für 11 Münzen gibst. So ein HP-Upgrade oder so. Eine Karte. The High Priestess. HP-Upgrade. Und The High Priestess nehme ich mal mit. Wow. Da hätte ich beinahe wieder eine kassiert. So, Schlüssel. So, einen Raum hier nach links gucken. Und hier ist der Boss. Und ihr mögt mir nicht gefallen. So, hier lang. So, und jetzt noch den Boss unbeschadet überstehen. Und dann könnten wir das Achievement vielleicht doch noch holen. Und Fistula dürfte eigentlich kein Problem sein, außer es ist Champion. Und es ist Champion Fistula. Oh, schön auf Distanz halten, ne? Schön auf Distanz halten. Spelunker Boy! Yeah! So, das erste Achievement. Wer geholt? Wow. So, und jetzt noch in den Tiefen. Das war ja mal richtig, richtig geil. Ich werde jetzt aber den Rest noch erkunden. Ne? Da es jetzt egal ist. Ich sage, ich kann froh sein, dass ich hier Forget Me Now gefunden habe, denn so eine Item-Kombi wie gerade eben, die findet man nicht wirklich oft. Also, dass man hier wirklich so einen Damage bekommt. Friends till the end. Wow. Der war knapp. So, was bekommen wir hier? Luck up. Lock-up nehme ich doch natürlich immer mit. So. Ja. Zum Glück bin ich hier nicht lang gegangen. Denn solche Räume, die können dann schon etwas ärgerlich sein. So, noch ein Seelenherz. Und ein Battle-Raum. So, komm mal her. Hallo. Na komm. Wow. Den Kompass. Absolut geil. Dann könnten wir vielleicht in den Tiefen auch noch das Achievement holen. Ja, möchte mir gerade gefallen.
wartest du hier Tiers ab? Damage, es ist eigentlich alles da. Speed ist da, Range ist da. Das Einzige, was natürlich noch ein bisschen fehlt, ist hier, ist jetzt nicht so tragisch, ist hier, noch ein bisschen live. Das, hallo? So. Und Bombs are Keys. Nee, die möchte ich nicht haben. Ich möchte eigentlich noch meine Schlüssel behalten, ne? So, die nehmen wir natürlich mit. Hier könnte man auch noch kurz reingucken. Oh. Das wäre doch was, wenn hier unser kleiner Chat uns auch Seelenherzen geben würde. Aber das möchte er nicht. So. Dann noch einmal hier reingucken. Oh, und du da unten auch noch. So. Nächste Ebene, das heißt, wir gehen ab in die Tiefen und mit Kompass, mit Map, mit mordsmäßig Damage und guten Tiers und ja. Mal gucken. Einfach mal gucken, wo hier denn sich der Boss versteckt. Komm, lass sehen. Ich hoffe mal bei mir in der Nähe. Auch Isaac hängt schon wieder. Ich hoffe jetzt nicht wieder komplett. Na komm schon. Weh, du lässt mich jetzt nicht weiter. Ich hab gute Items. Die Map und den Kompass. Oh, verpacktes Bild. So, es geht zumindest weiter. Oder auch nicht. Es hängt zum zweiten Mal. Das hatten wir ja auch schon des Öfteren. Lass mich jetzt nur nicht im Stich. Komm schon, komm schon. Komm, Isaac, ich hab dich doch gern. Oh. Bin ja mal gespannt, wie lange das wieder dauert. Aber dürfte sich eigentlich nur noch ein paar Stunden handeln. So, jetzt aber. Die Tiefen 1. Komm, lass mich spielen. Geht doch. So, dann würde ich sagen, wir gehen auch gleich zum Boss. Nein. Ah, da habe ich mich wieder einsperren lassen von den Gegnern. Ach ja, ist das schön. So, das heißt, wir können auch die ganze Ebene erkunden, ne? So, ihr backt da ein bisschen fröhlich vor euch hin.